willkommen heißen heute Abend zu einer weiteren Veranstaltung, die uns vor allem im Moment beschäftigt mit der Frage, wie gehen wir eigentlich um mit unseren Straßen, wie ist die Situation in unseren Kommunen, was Straßeninfrastruktur angeht und vor allem die Gretchenfrage, wer finanziert es am Ende des Tages? Zu einer Wahlkampf- und Informationsveranstaltung hatte die Landes-SPD geladen. Tobias Eckert, Mitglied des Landtages und unter anderem tätig im Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung, führte durch den Abend. Er wurde unterstützt vom parlamentarischen Geschäftsführer Günter Rudolph. Beide rührten kräftig die Werbetrommel zur Abschaffung der Straßenbaubeiträge. Gerade der Marktflecken Villmar ist von Straßenausbau zurzeit stark betroffen. Dennoch kamen gerade mal 30 interessierte Besucher in den kleinen Saal der König-Konrad-Halle. Ein herzliches Dankeschön an die Partei vor Ort, an den Ortsverein Villmar, Vorsitzender Alicia Bugler, die sich ja auch in der Gemeindevertretung schon damit beschäftigt haben, in der Frage, wie können wir eigentlich unter den Rahmenbedingungen, die es bisher gibt in Hessen, Verbesserungen für Anlieger an sanierungsbedürftigen Straßen hinbekommen. Aber die hessische SPD hat eine weitergehende Vorstellung, weil wir davon überzeugt sind, dass nachher dieses Problem, wie gehen wir um mit Straßenausbaubeiträgen, nicht jede Gemeinde alleine nachher tragen kann und es nicht davon abhängig sein kann, ob seine Gemeinde vor Ort sich das leisten kann oder nicht, wie er und ob die Gemeinde die Bürgerinnen und Bürger heranzieht, sondern das ist Aufgabe des Landes. Das Land muss das für 423 Städte und Gemeinden in Hessen einheitlich regeln. Wir glauben, das geht, das ist machbar. Wenn wir wollen, dass auch der ländliche Raum beispielsweise für junge Familien attraktiv ist oder dass Menschen dort wohnen bleiben, dann müssen wir gucken, dass die Rahmenbedingungen dafür stimmen. Es gibt ja zwei Arten von Straßenausbaubeiträgen. Einmal die einmaligen, das kann richtig ins Geld gehen. Und dann haben wir in 2011 im Landtag, das haben wir auch mit unterstützt, weil wir der Meinung waren, dass es ein vernünftiger Ansatz ist, die sogenannten wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge, die dann verteilt werden auf einen bestimmten Bezirk, aber eben, wo alle beteiligt sind. Auch die Villmarer SPD favorisierte die Aufteilung der Straßenausbaubeiträge auf wiederkehrende Zahlungen. Und das hat für uns eine sehr starke soziale Komponente und wir haben uns daher mit der Materie beschäftigt und wollten eben auf kommunaler Ebene zumindest eine Alternative vorschlagen und in die Gremien einbringen, die dann dort hoffentlich konstruktiv diskutiert werden, um eben diese hohen einmalig fälligen Beträge entsprechend stemmbarer in kleinere Teile zu zerlegen, die über die Jahre gezahlt werden. Und das ist die grundsätzliche Idee bei den wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen. Aber ich muss sagen, in den letzten 7 Jahren haben so viele Kommunen diese wiederkehrenden Straßenbeiträge nicht eingeführt. Warum? Weil uns die Fachleute aus den Verwaltungen, die Bürgermeister sagen, das ist sehr, sehr verwaltungsaufwendig. Viele Kommunen in Hessen sind nicht mehr in der Lage, das aus eigenen Mitteln zu stemmen. Die hessischen Kommunen sind im bundesweiten Vergleich, muss man in dem Zusammenhang immer wieder sagen, mit die am schlechtesten ausgestatteten Kommunen finanziell. Die Landes-SPD hat aber schon damit ein Problem, dass für die kommunalen Straßen Beiträge erhoben werden, für Kreis- und Landesstraßen aber nicht. Das nicht so. Jetzt erklären Sie mal den normalen Leuten, an der Gemeindestraße soll ich zahlen, 100 Meter weiter um die Ecke wohne ich, muss ich vom Grundsatz her nichts bezahlen, obwohl auch andere natürlich durch eine Gemeindestraße fahren. Das können Sie also nicht erklären. Das ist mal unser System, wie das entstanden ist. Wir haben dann als SPD einen selber Gesetzentwurf eingebracht, indem wir gesagt haben, erstens, die Straßenausbaubeiträge sollen abgeschafft werden. Und zweitens, weil wir das Problem sehen, die Abschaffung allein hilft nicht. Und deswegen wollen wir den Kommunen eine sogenannte Investitionspauschale von 60 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Dieses Geld muss zweckgebunden für die Sanierung von Straßen verwandt werden. Und dann waren wir der Auffassung, nachdem wir auch mit vielen Bürgerinitiativen gesprochen haben, wie soll die Verteilung der 60 Millionen erfolgen? Weil der ländliche Raum hat ja das Problem, wir haben immer eine relativ große Fläche vor Ort, aber wenige Einwohner. Und deswegen sind wir auf den Ansatz gekommen, das nach Kilometern Gemeindestraßen zu verteilen, weil das würde eher dem ländlichen Raum helfen und stützen. Wir sind aber offen für andere Vorschläge. Und warum ist das aus unserer Sicht eine sinnvolle Alternative zu der derzeitigen Rechtslage? Erstens, wir würden den Bürgerinnen und Bürgern tatsächlich unmittelbar helfen. Sie würden entlasten. Zweitens, helfen wir den Städten und Gemeinden. Sie würden vom Verwaltungsaufwand befreit. Hier sitzt der Bürgermeister, der weiß das. Das ist viel Arbeit für die Verwaltung. Also entlaste ich die Verwaltung. Und drittens ist es auch eine Stärkung für den ländlichen Raum.
Es stellt sich allerdings die Frage, wie soll das alles finanziert werden? Der Landeshaushalt beträgt in diesem Jahr 28,5 Milliarden Euro. Davon 60 Millionen Euro sind 0,2 RS. Diese 60 Millionen Euro sollen aber ausschließlich für kommunale Straßen zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich wird für die übergeordneten Landstraßen ein Investitionsprogramm von mehr als 200 Millionen Euro anstehen. Das alles soll Hessens Landeskasse hergeben können. Zumal das Land Hessen ab dem Jahr 2020 600 Millionen Euro aus dem Länderfinanzausgleich mehr bekommt. Der ist neu verhandelt worden und das stärkt die Position in Hessen. Und die Prognosen der Steuereinnahmen sehen für die Jahre 2018 bis 2022 Steuermehreinnahmen von 4,5 Milliarden Euro vor. Klar, Mehreinnahmen heißt, es gibt auch mehr Ausgaben, muss man fairerweise sagen. Und der stellvertretende FDP-Vorsitzende, der Herr Kubicki, bin jetzt kein sonderlicher Freund sonst von ihm, hat aber zu dem Thema Straßenausbaubeiträge gesagt, egal ob einmalig oder wiederkehrend, die Dinger gehören abgeschafft. An der Stelle will ich ihm ausdrücklich zustimmen. Dieser Punkt ist in der SPD-Fraktion gesetzt, zumal es auch finanzpolitisch darstellbar ist. Die Diskussionsrunde machte dann auch die Sorgen und Nöte der Bürger recht deutlich. Auch Rainer Philipp, erster Beigeordneter des Gemeindevorstandes, sieht zukünftig die Probleme auf Villmar zukommen. Für die Kommunalebene möchte ich nur sagen, wenn es im Worst Case bliebe nach dem 28.10., dann sieht die Gemeinde Villmar überhaupt keine andere Möglichkeit als ein Äquivalent für den Haushaltsausgleich über die Grundsteuer B zu schaffen. Und dazu hat auch das Verwaltungsgericht Gießen sich schon entsprechend geäußert. Dort gab es den Fall einer Kommune, die die Straßenausbaubeiträge abgeschafft haben und im gleichen Atemzug die Grundsteuer von, ich glaube es war 360 auf 540% angehoben haben als Finanzierungsalternative. Man hat aber seitens des Gerichts die Problematik gesehen, dass damit das gegen das Willkürverbot verstoßen wird, weil mit der Grundsteuer B eben alle sowohl Mieter als auch Grundstückseigentümer entsprechend belastet werden, während die reine Ausbaumaßnahme eine Bevorteilung der entsprechend davon betroffenen Anlieger darstellt. Also das wäre durchaus auf den ersten Blick eine Alternative, die man sich überlegen könnte, sollte aber juristisch doch ein bisschen schwieriger sein, das damit durchzusetzen. Es wurde ja auch nicht umsonst vom Verwaltungsgericht entsprechend als unzulässig abgelehnt. Sozial sollte man die Dinge so betrachten, dass wenn Straßenbeiträge erhoben werden sollen, dann sollte auch die ganze Gemeinschaft des Ortes dafür bezahlen. Besser ist natürlich das, was die SPD in Hessen vorhat. Ob das gelingt, sei dahingestellt. Aber ich weiß ganz besonders in der Gemeinde Villmar auf diese Problematik hin. Und das ist eine Straße, die jetzt ansteht. Und es sind noch mehr Straßen, die inzwischen kaputt gefahren werden durch den Umgehungsverkehr. Die sind dann demnächst dran. Und das ist absolut sozial ungerecht. Denn man macht einen Beschiss, man tut praktisch diesem Eigentümer, diesem Grundstückseigentümer, Eigentümerin, ein schlechtes Gewissen machen. Man hat so den Eindruck, als wenn dieser Grundstückseigentümer diese Ursachegebung wäre, dass die Straße gemacht werden muss. Im wahrsten Sinne des Wortes ist es genau nicht so, es ist umgekehrt. Wir geben dadurch die Möglichkeit, dass jeder von seinem Grundstück erreicht werden kann, dass er besucht werden kann und und. Bislang wurde der Antrag der Landes-SPD zur Abschaffung der Straßenausbaukosten immer wieder abgelehnt. Zuletzt wurde noch von der CDU und den Grünen das parlamentarische Verfahren verweigert. So bleibt den SPD-Mitgliedern des Landtags nur die Möglichkeit, kräftig für ihre Idee die Werbetrommel zu rühren und zu hoffen, dass ihnen am 28. Oktober in Hessen ein Wahlsieg gelingt.